So, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge. Ahead in Time. Heute werden wir als erstes den goldenen Tresor öffnen. Und beim letzten Mal haben wir die Stadt als Lava-Version gesehen, was ziemlich cool war. Und die Lore erfahren, warum die Mafiosos die Stadt übernommen haben, obwohl es jetzt nicht wirklich eine gute Hintergrundgeschichte war. Aber es war eine Geschichte. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Wusch! Wir haben hier immer noch eine Mission vor uns und die werde ich auch tun und machen. Time Rift detected. Da oben. Was denn, wo denn? Ach da, okay, das ist bei dem Markt. Das weiß ich schon. Der goldene Tresor. Let's start diese Aufgabe. Vielleicht machen wir auch den Time Rift erst. Ach, da oben ist der goldene Tresor, okay. Aber wahrscheinlich brauche ich dafür halt 10 Tickets, die durch die ganze Stadt verteilt sind oder sowas. Ja, spawnen sogar auch direkt daneben. Gucken wir nochmal. 4 Stück. Okay. Wie lange fährt die Linie? Scheinbar, bis ich da bin? Hallo, Ticket 1. One. Okay. Aber die sammeln wir noch nicht. Weil ich werde zu dem Mafia-Markt gehen und dort erstmal gucken, was mich dort erwartet. Hier sind 2 Knöpfe, aber ich kann nicht beide gleichzeitig drücken. Hilfe! Okay, irgendwann kriege ich noch irgendwas, mit dem ich 2 Knöpfe drücken kann. Ja, guck mal, in der Nicht-Lava-Version ist eine Kiste davor. Wo ich die Kuh gefunden habe. Nein! Nein! Wieso habe ich mit dem geredet? Oh, nee! Aua! Oh. Danke. Bin nichts. Ist das das Aperture Science Logo? Warum ist es hier an der Wand? Egal. Spiel ist scheinbar auch Portal. Ist alles. Da ist der Black Market. Ich habe ihn gefunden. Aber ich darf scheinbar nicht rein. Halt! Child's not allowed in Black Market. Oh. Okay. Dann kann ich da noch nicht rein. Würdet ihr mir glauben, dass ich hier gerade schon einmal im Kreis gerannt bin und irgendwie den Marktplatz übersehen habe? Weil irgendwie alles für mich gleich aussieht hier in dieser Stadt. Also es sieht nicht alles gleich aus, aber es ist so viel. Wo habe ich den Markt übersehen? Der war doch einfach hier so an der Seite jedes Mal. Da ist er, da oben. Ja, der ist halt irgendwie in so einer Unterbuchtung, deswegen habe ich immer Probleme. Aber ich wusste noch, dass er in der Nähe vom grünen Tresor ist, deswegen ist hier ganz gut. Wenn ich es auch mal schaffe, hier hochzuklettern in den nächsten Jahren. Ah, danke. Da ist die Anomalie drin, der Zeitriss. Ja, hello. Pause. Und play. Ja, gucken wir uns nochmal den Zeitriss an. Bazaar. Okay, Marktplatz, Bazaar. Ist doch alles dasselbe. Ups, ich hab das Intro geskippt. Aber egal. Wir sind ja sowieso schon Jump'n'Run-Meister. Es sind sogar diese kleinen... Diese Drehdinger sehen halt exakt aus wie aus Super Mario Sunshine. Aber es gibt Checkpoints. Das hatte Super Mario Sunshine nicht. Huch. Okay, dann rutschen wir halt runter. Hui! Wenn du dich schon mitdrehst. Da sind tausende von diesen Waschbärbomben. Aber die können wir getrost ignorieren. Finde ich aber interessant, weil der Schwierigkeitsgrad wirkt bisher einfacher als bei Super Mario Sunshine. Aber gut, ist ja auch noch der Anfang vom Spiel, ne? Wir sind ja noch nicht irgendwie in der letzten Welt oder so. Da vorne ist das Stück und es dreht sich auf diesem Pfosten mit, okay. Ja, aber es macht ja nichts. Wir gehen aber ein bisschen im Kreis mit. Und dann haben wir uns eine Sanduhr verdient. Da-da! Sehr schön. Fliegende Uhrentürme hier überall. Okay, roll. Neue Farbe? Will ich eine neue Farbe? Nein, lila ist eine coole Farbe. Reroll. Eine neue Farbe? Will ich eine neue Farbe? Nein, reroll. Neue Farbe? Will ich eine neue Farbe? Ja, scheinbar will ich eine neue Farbe. Ändere die Farbe deiner Kleidung. Dreimal Müll bekommen. Dankeschön, Spiel. Hab dich auch gern. Oh Gott, Hilfe! Wir sind blond. Ist mein Hut auch blau? Ja. Ah. Ah, cool, man kann neue Farben für sich bekommen. Lustig. So, aber jetzt machen wir wirklich die Tresormission. Solange keine Zeitrisse mehr da sind. So, okay. Der goldene Tresor. Unsere Aufgabe, folge den Spuren und öffne die 4... Sammel die 4 Codes da. So, jetzt fangen wir wieder mit dem an, den wir beim letzten Mal schon instant gefunden haben. Nämlich mit dir. Ups. Nämlich mit dir. Perfekt. Na, guck mal, es hat sich sogar gemerkt, dass wir schon mal einen eingesammelt haben, weil nicht diese Cutscene kam. So. Okay, und dann klettern wir wieder zurück zum goldenen Tresor. Der ist ja auch echt schön zentral. Das ist ja ganz nett. Und dann folgen wir der nächsten Linie. Luftlinie nach oben. So, okay. Macht aber eine Kurve dann mittendrin.
Da unten irgendwo, okay. Bei dem Schiff. Hallo, hast du was Neues zu verkaufen? Anstecker sind jetzt total in, wurde mir gesagt. Ah, du hast hier andere. Aber upgradet deinen Tempo-Hut zu einem Roller? Verringert den Cooldown für Hüte. Wollen wir uns einen Roller holen? Holen wir uns einen Roller, Leute. Den Anstecker kann ich ja wieder wegmachen. Ja, gönn mir. Gib mir. Der Händler ist ja ultra cool. So. Besonders, weil es so optionales Zeug ist. So. Danke. Goodbye. Habe ich scheinbar schon angelegt. Okay. Yo. Wir haben einfach ein Auto auf Tastendruck. Okay. Schade, dass es nicht Sachen kaputt machen kann. Einfach ein Auto. Huch, da ist er geplatzt, weil ich die Leiter berührt habe. Wie cool. Das ist das zweite goldene Ticket. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt nochmal zurück nach oben. Da. Besonders, ich kann daraus einen Doppelsprung machen, deswegen ist er ein bisschen besser. Sind bald wieder beim Tresor. Da ist ja schon wieder der riesige magische Hut. Was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Der Sternenturm. Aber da in der Nähe war ja der goldene Tresor irgendwo. Da ist er. Hallo. Ich mach mal das Anti-Fallschaden-Ding. Nee, das Anti-Fallschaden-Ding mag ich. Lass uns mal so. 2 von 4. Ja, zeig mir die Linien. Dann weiß ich, wo ich lang muss. So, du sagst da vorne. Ach, da ist er ja schon in der Luft. Okay. Hab ich ihn? Ja, fast. Jetzt. Und der andere war weiter links in die Richtung. Oh, in der großen Kiste war ein Sprinthutgarn. Sowas lasse ich euch ja teilhaben, wenn ich sowas entdecke. Hier neben dem blauen Tresor. So, und dann folgen wir mal der letzten Linie. Wo führst du mich hin? Auf welches Dach? Darüber zu dem Haus? Entweder in dem Haus oder hinter dem Haus. Da ist es. Oh, ups. Kann ich gecheckt, dass ich gerade drin stehe. Okay, cool. Dann haben wir alle. Muss ich nur noch einmal zurückklettern. Das sollte ja machbar sein. So. Und jetzt der große Stunt des Jahres. Woo! Das geht halt wirklich. Nice. Und da haben wir auch alle Tickets abgegeben. Und die Sanduhr ist drin. Perfekt. Let's grab our treasure. Hello. 9 Stück. Perfekt. You got a moon. You got a Sanduhr. Da muss ich erstmal drauf niesen. Ich bin allergisch gegen Sanduhren. Ja, ich weiß, dass das Level da ist. Kommt jedes Mal nach dem Level. So. Und was sagt die Welt jetzt? Du bist ein Gott ohne Gleichen. Oh, neues Level! Für 50. Akt 5? Warum kommt Akt 5 nach Akt 7? Kaufen? Beim Rennen schummeln. Das Zeitstück gesichtet. Ehrlich, gewinn. Okay. Hier fehlt ein Schlüssel-Item. Ansonsten kann die Akte unmöglich sein. Oh! Ich hab den Roller. Ist mir egal, ob der eine Rakete hat. Beim Rennen schummeln. Akt 5. Mir ist nicht aufgefallen, dass ich Akt 5 übersprungen habe. Ich bin scheinbar ein leichtes Opfer von Betrügereien. Okay. Du willst ein Race durch die complete City machen. Got it. Aber ich habe einen Roller, Bro. Bin das Schlüssel-Item. Hallo. Aha! Rockets are fast. And if Mafia on Rocket, Mafia is fast. Fastest man alive! Little child want to race fastest man alive? Mafia stole timepiece from HQ. If you win, Mafia give it to you. Bist du ein Feigling? It is on! Mafia not sure Mafia survive this, but at least Mafia die as fastest man alive! Okay. Gut, dass du mit deinem Leben abgeschlossen hast. Da ist auch die Eisfähigkeit drin, sehe ich gerade. Das Get Ready Goes von Diddy Kong Racing. Ah, das ist so cool. Da. Dem seine scheiß Rakete ist echt schnell. Die ist echt schnell.
dachte, ich habe vielleicht eine Chance mit irgendwelchen Abkürzungen oder so. Aber ich bezweifle es gerade sehr. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Eine Millisekunde! Mafia Town All Clear habe ich als Achievement bekommen. Ja! Alter, ich bin der Mafia-Gott. Einfach eine Millisekunde vor ihm, ohne ein Schlüssel-Item. Ich habe keine Ahnung, was mir gefehlt hat, aber... Ich habe mein Roller-Upgrade gekauft für 200. Das ist mein Schlüssel-Item. Oh, sogar mein First Try. Richtig gut. Ja, jetzt muss ich, glaube ich, in die nächste Welt, um diese Eisfähigkeit zu bekommen. Ich denke nicht, dass ich die hier irgendwie sammeln kann. So, abgeschlossen. Mafia-Stadt ist fertig. Sehr schön. So fühlt sich das an, eine Welt fertig zu haben. Very nice. Ich habe hier zwei Podeste, aber ich habe noch mehr Sachen zum Bauen. Wie mache ich das dann jetzt? Gar nicht. Was steht denn hier bei dem Burger eigentlich? Sitzgerät der Erdbewohner. Nachforschung ergeben, dass dies sehr weich ist. So weich, dass es die einzig logische Schlussfolgerung ist, dass diese Stühle dieses Planeten sind. Es ist kein Snack, ich habe es versucht. Es schmeckt wie Stoff. Achso, ja, es ist ein Stoffburger. Okay. Ja, das sind die Sitze der Menschheit. Ja, ich mag das Raumschiff hier. Ist schon sehr nice. Und mit 25 Stück darf ich ins obere Stockwerk und da gibt es wahrscheinlich noch mehr. Und ich habe gesamt 10. Und hier ist der Zeittresor. Was bin ich überhaupt? Bin ich überhaupt ein Mensch? Da kommt Post rein und hier ist auch dieses Eissymbol wieder. Na gut, ich gucke mir noch ein bisschen hier in der Welt um. Zwei, drei Sachen kann ich da bestimmt noch sammeln. Wenn ich von hier oben hüpfe, könnte ich theoretisch die Wolle da unten holen, oder? Mit dem Roller doch bestimmt. Ja, tada! Ein Hexenhutgarn aber nur. Jetzt schon wieder neue Sachen. Hat er in jedem Kapitel neue Sachen? Ich verstehe den nicht. Anti-Abfallstecher. Du prallst nicht an Wänden ab, wenn du einen Hechtsprung machst. Du stirbst nur durch einen Treffer. Nur für die Mutigen. Hä? Dann sagt wenigstens, ich krieg doppelt so viel Geld, während ich den anhab oder so. Okay. Ich wette mit diesem Talisman, dass alle nuscheln, klingen die dann so wie bei Banjo-Kazooie oder so. Oh, aber das war auch gerade echt cool, dass einfach bei diesem Racing-Ding einfach genau das Get ready, go! Von Diddy Kong Racing so ein bisschen nachgeahmt wurde. Oh, das war echt süß. Oh, guck mal, da sind drei Stück, die den Opa verprügeln. Machen wir die kurz mal fertig. 1, 2, 3 und dann springen und draufhauen. Das ist die Taktik, um die zu besiegen. Tada! Ein Vogel weg. Und da guck mal, kriegen wir nochmal einen Garn. So, würde ich aber sagen, hören wir jetzt hier auf, weil ich krieg nichts mehr hin. Außer Kleinigkeiten, die ich jetzt gerade nicht machen möchte. Weil die lohnen sich dann ja auch mehr, wenn ich mich fertig umgucken kann hier in der Stadt. Ich habe jetzt keine blaue Kugel gesehen, die mir zugänglich war. Oh, hier ist noch eine Kiste. Die können wir öffnen. Mit einer weiteren Kuh. Okay, haben wir zwei Kühe. Nice. Ja gut, aber mehr werde ich hier, glaube ich, nicht finden gerade. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass alles speichert, wenn ich einfach zum Hub gehe. Speichern und zurück zum Hub, ja. Klingt sehr danach, als würde ich alles behalten. Very nice. Dann würde ich sagen, war das jetzt meine erste Aufnahmesession. Ich habe die komplette erste Welt fertig gemacht, soweit ich konnte und durfte. Und beim nächsten Mal werden wir uns in Welt 2 begeben. Die mit der Kamera drauf. Genau, in die Kamerawelt, in die Filmwelt. Dort werden wir jetzt nächstes hingehen. Da werden wir jetzt nächstes hingehen. Da, wo ein Schul ist. Und ich hoffe, es hat Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Als Mann. Tschüss. Oh Gottes Willen, ihr seht durch meine Seele. So hieß nochmal der Zombie, der Zombie aus dem Schnitt. Hallo. Tut mir leid, dass die Folge heute ein bisschen kürzer ist, aber ich finde es schöner, wenn es dann jetzt so abgeschlossen ist und morgen fangen wir dann mit dem nächsten großen Kapitel an. Ich hoffe, ihr findet das okay. Ich hoffe, ihr überlebt das. Dankeschön. Bis morgen, Leute. Ciao, ciao.